Auf diesen Tag haben sie alle hingefiebert. Der Tag, an dem alle Laufbegeisterten endlich wieder auf die Strecke zurückkehren können. Dieser Tag der Tage war der erste Samstag im Juni. Der SC Tegeler Forst lud zum traditionellen Frohnau-Lauf in den Norden Berlins ein. Das Besondere an dem Frohnau-Lauf ist die familiäre Situation, die man immer hier vorne hat. Viele Leute kommen direkt hier aus diesem Bezirk und freuen sich, dass sie dann alle auch mal zusammen an den Start gehen können. 285 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gingen bei schönstem Sonnenschein und 27 Grad beim 35. Straßenlauf an den Start. Jeder lief gegen die Uhr, wahlweise über 5 oder 10 Kilometer über Kopfsteinpflaster und glatten Teerstrecken durch Berlins Gartenstadt. Die Temperaturen waren natürlich schon extrem, also es war sehr heiß. Es ging aber zwischendurch mit dem Schatten eigentlich so, dass man auch unter den Bäumen laufen konnte, von daher ging es aber. Ich hatte auf meiner zweiten Runde eine Trinkflasche dabei und die war auf jeden Fall bitter nötig. Ja. Dem SC Tegeler Forst ist wieder einmal gelungen, ein hervorragendes Event auf die Beine zu stellen, bei dem alle Laufbegeisterten sehr glücklich, aber auch geschwitzt ins Ziel gekommen sind. Das große Argument hier mitzulaufen ist auf jeden Fall die Stimmung, die nicht nur vom Veranstalter hier suggeriert wird, sondern auch die durch das Laufen an den Häusern vorbei durch die ZuschauerInnen dann so entsteht. Als nächste Veranstaltung bietet der Verein den Rhein-Neckendorfer Halbmarathon an. Dieser startet am 29. August. Und wer dann noch nicht genug hat, kann sich gern für den Run and Bike anmelden. Zwei Leute, ein Fahrrad und die Strecke gemeinsam absolvieren.